Willkommen zurück zu unserem kleinen Point-and-Click-Abenteuer bei Edna bricht aus. Wir sitzen hier oder stehen hier in der Kneipe und hoffen auf einen schönen, leckeren Cocktail, so, keine Ahnung, Bahama Mama oder so. Lass mal kurz gucken, was haben wir hier alles? Den Barmann, den Löffel, den Fass. Da schlägt den Fass den Boden aus. Ein Kickertusch hier, cool, können wir Weltmeisterschaft machen. Türen haben wir auch hier, Neonschild, Cocktailkarte, Lichtschalter, Tür, Barhocker. Und dann wollen wir einfach mal ansehen, was macht der Lichtschalter. Wozu der wohl gut ist? Na, zum Einschalten. Benutzt den mal. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit. Damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Was ist denn das für ein Pessimist? Ich stell dir gerade vor, wie ich so mit den Augen wild hin und her fuchtle. Bist du nur für ein Vieh? Peter. Er wirkt äußerst deprimiert. Ja, Peter. Beruhig dich erstmal, Peter. Kann man mit dem reden? Na, du. Oh, oh. Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Ja. Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ja, Peter. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Cool. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Peter, genau. Peter, ich könnte dich ja etwas aufmuntern mit dem Klaus. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Was nehmen wir denn jetzt? Ist ein schöner Tag, die Sonne scheint. Immerhin bist du gesund. Komm mal. Ja, komm her. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. doch voll nett, ey. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Da war ja was, Mensch. Na du, hier, pass auf. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Ja, der Arsch ist ab. Und jetzt dann wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ich glaube, das geht immer aufs Gleiche hinaus, wa? Pass auf. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Alter. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Pass auf, erzähl mal einen Witz. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Da war ja was. Pass auf, dann haben wir hier noch was. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt?
Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Ja. Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ach ja, die Geschichte wieder. Na gut. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Genau. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Alter, voll der Depressive. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Gute Frage, nächste Frage. Was macht denn hier der alte Barkeeper? Vor dem kann man ja richtig Angst bekommen. Kann man mit dem quetschen? Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Okay. Was sagt Harvey dazu? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ich frage mich, wo er hinguckt. Davon ausgehend, dass sich der Raum um Masse krümmt, könnte es dann, dass er auf einen Punkt hinter dem Pferdekopfnebel guckt. Und dem Blick nach zu urteilen, hat jemand das besagte Pferd grün angemalt. Kann auch sein, dass er hier wieder Schild guckt. Das ist so 80er. So retro, ey. Voll retro. Kann man den quatschen? Du bist so 80er. Toll. Und benutzen? Das ist so 80er. Wie ist das? Du bist so 80er. Ach so, ich dachte, das wäre 90er. Das ist so 80er. Oder vielleicht auch doch 70er? Das ist so 80er. Naja gut. Also, Edna, wie war das? Das ist so 80er. Okay, danke. Finde ich gut. Weißt du, schön, mal komm. Das ist so 80er. Ja, ich höre auf. Ist in Ordnung. Was haben wir hier? Falls, was soll ein Löffel? Das soll ein Löffel sein? Braucht man den Löffel nicht irgendwie für den Maulwurf oder so? Weil da kann man das nicht nehmen. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Ganzen Haus auftreiben. Was haben Poki? Hier in diesem Raum sind gleich sehr viele Sachen, die ich eigentlich kommentieren würde, aber ich glaube, das Gelungenste ist hier irgendwie der Dialog mit Peter. Ähnlich wie bei Blase habe ich da einfach beim Schreiben so eine Art Sadismus entwickelt, dass ich halt einfach Spaß dran hatte, halt irgendwie ihm halt noch einen mitzugeben, mit Ednas ganz unschuldigem Angebot, ihn halt aufzumuntern, und er ist schon depressiv und sitzt da und ihm geht's nicht gut und ist halt selbstmordgefährdet und alles mögliche, und sie sagt so, komm, ich heiter dich auf, und gleitet halt in jedem Dialogteil, in jedem von vielen Dialogoptionen halt immer wieder in irgendwas rein, wo sie im Endeffekt genau das Gegenteil tut, so. Was einen einfach überhaupt nichts ausmacht, weil er halt irgendwie depressive Leute kennt, die bleiben halt auch in der Stimmung. Das ist eigentlich fast für Peter schon fast ein positives Erlebnis. Irgendwo ist es ein freundlicher Umgang mit ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, das sollte ich revidieren. Er zitiert mich damit nicht. Poki, das ist zu geil. Die Kommentare funktionieren, ey. So, was haben wir hier noch? Hier mixt der Barmann seine Drinks? Ja, im Fass. Sind schon fertig. Kann man mit dem reden? Was auch immer für Dämonen darin schlafen. Ich wecke sie besser nicht. Warum nicht? Kann man es benutzen? Ich habe Angst, dass sich meine Netzhaut ablöst, wenn ich da zu nah rangehe. Okay, Feigling. Was hat Harvey? Das ist mein alter Kumpel Harvey. Ja, achso, ansehen, ja. Okay. Los, Harvey! Fass! Welch Ironie. Guck mal, Harvey, da steckt eine Schaufel in dem Fass. Edna, das ist ein Löffel. Unsinn. Unsinn. Findest du nicht gut, Edna? Oh. Hört sich ja cool an. Und wie kommen wir jetzt an diese blöde Cocktailkarte? Kann man die ansehen? Cocktailkarte. Zack. Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Okay, dann nehmen wir den noch.
Was bestelle ich mir denn Schönes? Was? Es gibt nur Stinkdrink? Oh. Kann man die benutzen? Cocktailkarte. Barmann, einen Drink bitte. Dulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Okay, dann gehen wir... Er hat doch bereits einen Drink. Sag. Ja, du mich auch. Dann gehen wir hinten durch. Ich kürze das mal ab. Ein Becher. Diese Fliege ist bereits auf der anderen Seite. Oh, können wir den nehmen? Dann haben wir zwei Becher. Ein Becher und ein Wasserbecher. Hey. Was haben wir hier? Münzschlitz, Schachtstuhl, Aschenbecher. Eine Sitzecke und da unten ist noch eine Tür. Was ist das da? Achso, da kommen wir wieder zurück. Ah, okay, alles klar. Okay. Was haben wir hier? Leer. Haben wir keine Münze? Nee, Münzen haben wir nicht, ne? Kochtopf? Benutzen? Leer. Leer? Ja, ist ja gut. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Wer weiß, was das für eine Würgeschlange ist? Sitzecke. Gehen wir doch da nicht mal hin. Gerade ein lauschiges Plätzchen. Mhm. Warum nicht? Ich muss jetzt erstmal was trinken, Entschuldigung. Reden. Wir reden mal mit der... Unsichtbare? Bist du das? Wer sonst? Na klar. Cool. Kann man den benutzen? Wer rastet der Roastbeef? Ja, okay, den kenne ich auch noch nicht. Münzschlitz. Da kommen die Münzen rein. Wie schön. Poki? Okay, hier ist wirklich ganz spezielles Insiderwissen, was niemand wissen kann. Und zwar, dieser Screen ist 1:1 die Kulisse von einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, kurz bevor ich mit den Arbeiten an Edna Bricht aus angefangen habe. Und zwar heißt der Film Escher's Casting, den wir peinlicherweise bis heute nicht fertiggestellt haben. Also nicht vollständig fertig, der Schnitt ist fertig und so weiter, aber leider ist der Film immer noch nicht so ganz fertig. Aber die gesamte Anordnung mit den Stühlen, Kaffeeautomaten, alles, die ganze Kulisse, die ganze Optik, ist halt vollständig diesem Film entlehnt. Und tatsächlich habe ich mich auch bei dem Outfit der Anstaltsinsassen, insbesondere bei Peter oder auch König Adrian, an dem Kostümdesign von unserer Daniela, die halt mit mir zusammen den Film gemacht hat, orientiert. Die hat den Schauspieler, also in diesem Film geht es um Schauspieler, die halt in eine starke Identitätskrise geraten, diese grauen Jogginganzüge verpasst hat, dass die halt irgendwie, dass das Ganze halt eben auch, und so sagte sie es damals auch, ein bisschen kränklich entrückt, wie halt irgendwie, als wären die Patienten irgendwo und gar keine wirklichen Schauspieler. Ja, und ich habe auch im Dialog mit Petra kleine Hinweise auf die Personen, die so, das sind alles Insider-Gags, die natürlich niemand verstehen kann, der nicht über diesen Film Bescheid weiß. Aber ich dachte so, es passiert so viel in Edna Bricht aus, dass niemand versteht. Da tut das auch nichts mehr zur Sache. Kann ich das einfach mal machen. Ich überkomme ein kleiner Schauder, immer wenn ich diesen Raum betrete, wenn ich Edna nochmal spiele, weil mir der Geruch in die Nase steigt von diesem Raum, in dem wir gedreht haben. Und zwar war das der Keller unterm Audimax auf dem Hamburger Universitätsgelände. Und der wurde von Studenten als Partyraum gebraucht normalerweise. Und wer schon mal eine ganze Woche in einem Keller verbracht hat, ohne Fenster, dafür aber mit eingetrockneter Kotze, der weiß, wie wir uns da gefühlt haben. Und ich glaube, ein bisschen von dieser Stimmung transportiert auch dieser Raum. Ne, ist ja fast so wie bei mir zu Hause, ne? So riecht das hier auch. Das ist eigentlich Parfüm, so Eau de Toilette oder so. Keine Ahnung. Kann man den Becher damit benutzen? So, und jetzt? Benutzen? Ist da Kaffee drin? Nee. Wieso? Brauche ich noch eine Münze oder was? Kann ich die nicht rausschlagen? Geht nicht. Okay. Was haben wir hier noch? Tür, Schacht, Stuhl, Aschenbecher, Münzschlitz, Sitzecke. Ja, kommen wir nicht weiter. Ich brauche, glaube ich, eine Münze, ne? Kriege ich die her? Kickertisch, ansehen. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Tja, wegen dem Kicker. Kann man den benutzen? Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier...
Ja, du mich auch. Können wir hier raus? Oder kann ich den Becken... Nee. Ich brauche eine Münze. Kriegt er eine Münze her? Schlüssel, Wachsstifte. Ich würde gerne eine Münze haben. So, achso, ich war hier noch gar nicht drin, ne? Stimmt, da muss ich noch rein, glaube ich. Ach, gucke mal. Erstmal machen wir Licht. Uah! Überraschung! Wuhu! Okay, wer bist du? Petra. Die ist vollkommen überdreht. So wie Peter. Schau mal her. Ja. Wie fragen wir denn hier? Achso, erstmal, genau. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Okay, der war jetzt witzig. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Okay. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Oh. Ich schwöre es, okay? Alter, so gut jetzt. Okay, dein Wort reicht mir aus. Super. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Weiß ich nicht. Also ich finde ein Klo als Feier-Location eigentlich ganz cool. Das haben wir gemacht bei uns hier in Hildesheim in der hiesigen Jugendherberge. Da haben wir seinerzeit, als ich zum Grundlehrgang gewesen bin, das war ich spreche es jetzt eigentlich ungern aus, weil das ist so das typische Klischee, was es eigentlich gar nicht ist. Aber wenn man halt in geselliger Runde ist, dann trinkt man auch ganz gerne mal einen. Also als wir von der Feuerwehr aus damals Anfang der 90er, Ende der 80er eben diesen Grundlehrgang hatten, da sind wir eben in der Jugendherberge gewesen und haben dann uns... ja, ich weiß gar nicht, wir waren 15 Leute und so ziemlich jeder hatte eigentlich eine Kiste Bier gehabt und da mussten wir natürlich auch dann irgendwie sitzen, deswegen hatte jeder eine Kiste Bier, die haben wir hingestellt, weiß ich, ob du das kennst, ob du das schon mal gesehen hast, stellst die Kiste etwas hochkant hin und dann kannst du dich draufsetzen, musst aber vorsichtig machen, nicht, dass die Flaschen rausfallen und dann haben wir auch in der Jugendherberge auf diesem riesen Klo gesessen und alle haben so stumpf angeguckt, die dann eben nicht in unserer Runde waren, ich glaube, damals waren wir irgendwas um die 40, 50 Leute, die Grundausbildung hatten. Und dann haben die uns immer ganz doof angeguckt, als wir auf dem Klo gewesen sind. Und nachher war das Klo so voll gewesen, dass wir zum Pissen nach draußen gegangen sind. Das war das Geilste überhaupt. Und einer, der war ganz hammerhart, der hat da mittendrin in dem Rondell, wo dann dieser eine Schacht gewesen ist. Wir waren ja mehr oder weniger halt in diesem Waschraum gewesen. Und mittendrin war halt ein Schacht gewesen, richtiger ne, Schüssel. Der hat sich da drauf gesetzt und der hat erstmal ordentlich einen abgedrückt und wir haben da außen rum gesessen und gesoffen. Das war so cool, ey. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt nur Feuerwehr gemünzt, es machen eigentlich alle anderen Institutionen auch. Und wir haben halt nur abends mal so über unseren Durst in gemütlicher Runde an einem Wochenende, Samstagabend halt mal was getrunken. Das gehört halt dazu, glaube ich, so. Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Ja. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Oh, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind drei Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Okay. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Na, macht ja eigentlich auch keiner. Laufen wir eh nur Börsenkurse. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen.
König Adrian, er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Dröggelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Der geile Dröggelbecher. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Ja. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio, wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Okay. Na gut. War ja noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Mal sehen. Was haben wir hier? Lichtschalter, Deko, Fingerfood. Kann man die... Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Wieso? Das ist so die würzige Note. Ich kann auf der Toilette nichts essen. Nicht? Ist so ein Tick von mir. Na gut, ich spiele auf dem Klo eigentlich auch lieber auf dem Handy rum und gucke Let's Plays. Lieber nicht. Das Zeug liegt ganz schön schwer im Magen. Und so wie es aussieht, wird die Kloschüssel schon für die Bowle benutzt. Hm, lecker. Was sagt ein Harvey? Hallo? Kann man das nicht machen? Mit Petra? Was hältst du von der da, Harvey? Du kannst sie auch nicht ausstehen, oder? Wenn du nichts Höfliches über eine Person sagen kannst, dann erfinde einfach etwas. Jo. Na ja, gut. Ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so. Und da ganz alleine immer, halt immer brav rausspringt aus dem Klokabäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen und nervigen Charakter so, auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie die Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen draufsetzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt. Das ist eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten, fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bowle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere. Aber dass Edna sie partout nicht leiden kann, das ist der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht es halt eigentlich nur noch interessanter. Ja, und bevor wir hier die aufregende Geburtstagsfeier verlassen, möchte ich euch einen lieben Dank aussprechen, dass ihr hier zuschaut. Und wir sehen uns wieder, wenn die nächste Folge weitergeht. Danke, tschüss! Ja, da sitzen wir auf unserer Geburtstagsfeier, haben natürlich den lieben Peter in der Bar nicht aufmuntern können, aber vielleicht schaffen wir es ja, den Peter zur Petra bringen. Das ist auch ein Wortspiel. Den Peter zur Petra zu bringen, damit sie ihr endlich mal seinen Geburtstag feiern können. Und wer weiß, vielleicht geht da auch noch mehr, wenn wir das Licht wieder ausmachen. Ich habe keine Ahnung und lass mich überraschen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!